matter what it is, somebody's interested in everything. And anything you can be interested in, you'll find others who are. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like and to teach your children to follow in the same track. See, what we're doing is we're bringing up children and educating them to live the same sort of lives we're living, in order that they may justify themselves and find satisfaction in life by bringing up their children, to bring up their children to do the same thing, so it's all wretch and no vomit. It never gets there. Therefore, it's so important to consider this question: what do I desire? The incredible true story and transformation of the man who saved the world. Was geht ab, YouTube? Pascal Su Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Ich bin hier gerade auf dem Parkplatz vom Einkaufsladengeschäft, um eure Pakete wegzubringen. Denn ihr habt wieder fleißig bestellt die letzten Tage. Und dann ist heute auch noch zufälligerweise Mittwoch. Das heißt, Mittwochstraining steht auf dem Plan, mein zweites Training in der Woche. Das erste Training habt ihr im letzten Video gesehen. Und das werde ich euch heute mal ein bisschen näher bringen. Ich muss aber sagen, ich habe so einen kranken Muskelkater immer noch vor diesen blöden Split Squats, die wir am Montag gemacht haben, zum ersten Mal. 2x8 pro Bein ist nichts. Also zeigt nur, wie krass desensibilisiert ich für Volumen bin nach den schweren Phasen. Ah, na gut, wir gehen jetzt erstmal rein. Später. So, ich habe zwar gerade den City Park in Flensburg gefilmt, aber in Wirklichkeit bin ich im City Park in Kiel. Denn ich war hier auf geheimer Mission. Denn wenn du heute das Video siehst, hat heute Nadja Geburtstag und ich war hier bei einem Juwelier und habe ihr ganz schöne Ohrringe gekauft. Aus 585er Gold mit Diamonds. Zum Glück ist Nadja überhaupt nicht materialistisch veranlagt und ihr ist völlig egal, ob ihr Geschenk 20 Euro kostet oder 600 Euro. Aber ihr erkennt ja mich, ne? Was bin ich, wenn ich nicht teure Schuhe trage und meiner Frau teure Geschenke machen kann? Auf einer gewissen Ebene könnte man sagen, ich tue das nur, um mir selbst zu gefallen. Aber hey, um mir selbst zu gefallen, energisiere ich mich jetzt mit nochmal zwei Energy Drinks. Ich habe nämlich auch schon einen blauen Monster Energy getrunken heute. Und dann geht's ab ins Training. Also jetzt erstmal zurück nach Flensburg und dann ab ins Training. Aber kurzer Real Talk, sucht euch niemals eine Frau fürs Leben oder Frauen einen Mann, der Wert auf teure Sachen legt. Unser wahrer Wert bemisst sich nicht an den Dingen, die wir kaufen können. Konsumieren ist kein Selbstzweck. Es kann dich ablenken, es kann dir kurzfristig gefallen. Aber der wahre Weg aus unserer Krankengesellschaft wäre es, sich selbst als Geschenk an dich selbst zu akzeptieren. Black boy don't change, still do it to him like it's no thing. Blue strips, tired of fucking with chain. Move quick, move different, move strange. Got some questions, only Lord know. It's a battle for a poor soul. Been down on one more soul. But still no more. So, da seht ihr jetzt meinen zweiten Trainingstag, den Trainingstag, den ich heute mache. Hier nochmal der Trainingstag vom Montag, ja, da haben wir Kniebeugen gemacht, einmal 2 at 6, das waren 270 Kilo, ne? Close Grip Bankdrücken, Split Squats, von denen ich einen so kranken Muskelkater, also immer noch habe, dass ich nicht so wirklich weiß, was heute geht, denn mein zweiter Trainingstag in der Woche, den ich normalerweise am Mittwoch mache, pausierte Deadlifts meine Startübung, also Sumo Deadlift pausiert, kurz vorm Boden, einmal 3 at 6,5, so, das sollten schon irgendwie über 260 Kilo sein. Wie viel mehr werden wir sehen, weil ich halt noch so einen Muskelkater habe, dass ich das gerade echt schlecht einschätzen kann, ne? Und danach machen wir den normalen Deadlift, also wir lassen die Pause weg, einfach nur 2x8 nochmal at 62,5%, was genau 200 Kilo sind. Also da haben wir jetzt prozentbasierte Gewichte, die sind dann immer gleich. Das ist eine gute Möglichkeit für meinen Coach, meine Ermüdung zu tracken, wenn ich da festgelegte Gewichte habe. Weil wenn ich die selbst einschätze, habe ich natürlich immer die Gefahr zu overshooten oder die Tagesform mit in Betracht zu ziehen. Und das ist praktisch ein Cap nach oben, also mehr nimmst du nicht. Auch wenn ich mich super fühle, nehme ich nicht mehr. Ne? Und beim Comp Bench Press, was meine zweite Übung ist für heute, also ihr seht ja, ich mache montags Close Grip Bankdrücken, dann mache ich am Mittwoch normales Bankdrücken, 4x6 bei 65%. Also auch das ein leichter Tag, ein Techniktag, so ganz doof gesagt. Ja, hier einfach darauf achten, dass die Technik gut läuft und Volumen rein zu bekommen. Danach sind wir schon bei den Assistenzen. Seal Rows machen wir noch. Ne? Nordic Curls, was jetzt meine einbeinigen Beinbeuger-Variation austauscht. Da muss ich überhaupt mal gucken, wo ich die hier gut machen kann. Auch mit den Knien auf dem Boden. Und Face Pulls.
Also du siehst hoffentlich schon, wo ich da mit dir hin will. Ich möchte hier nachher, dass mein ganzer Plan da steht und dass wir dann mal uns einen Überblick machen können, wie es bei mir aufgeteilt ist, was für Frequenzen, was für Intensitäten. Ich habe auch leichte Tage, ja, weil ich denke mal, das tut vielen gut, das mal zu sehen, auch bei jemand anderem, weil sie mit ihrem Training oft ein bisschen unsicher sind. Ja, also ich bin immer noch, ich denke mal, der starke Muskelkater kommt auch daher, wie ihr wisst aus dem letzten Video, dass ich am Montag da hatte ich so ein bisschen meine Magen-Darm-Problematik mit dem Whey, was ich getrunken habe. Das heißt, ich hatte sowieso wenig Ressourcen zu regenerieren, Elektrolythaushalt wahrscheinlich schlecht, da bin ich auch umgekippt in dem Training. Und auch das hat wahrscheinlich Einfluss drauf genommen, warum ich einen so starken Muskelkater von so wenig Volumen habe. Ja. Naja gut, wir fressen uns trotzdem durch, weil Training ist Training und im Zweifel müssen wir halt einen Ticken am Gewicht runterschrauben. Aber das Training hacken wir jetzt mal rein. Let's go. Hi Nadu, rate mal, welcher Holzkopf sich gerade sein Isoclair anmischen wollte und die Hälfte davon auf den Boden ausgekippt hat. Supi! Trinke übrigens, ist überall, Mann, guck mal, auf der Kaffeemaschine. Ich trinke übrigens immer noch jedes Training 60 Gramm Isoclear in Wasser auf 1,5 Liter. Und ja, das sind nice 50 Gramm Protein, wenn ich sie nicht gerade auf den Boden ausschütte. Black boy don't change, still do it to him like it's no thing. Blue strips, tired of fucking with chain. Move quick, move different, move strange. Got some questions, only Lord knows. It's a battle for a poor soul. Been down on one more soul. Put star, no award show. Follow me, follow me, follow me, follow me. Cause this shit don't fade. I gotta tell you how it is, continue this shit to the grave. My journey not the shortest trip, my tribulation the same. Now I can't deal with you, nigga. Talking to the grill, we finna get rid of you, nigga. So sick of these niggas, flaming the hills and killing. Showing out for them bitches, flexing on Instagram. Bitch, you a dog, put it on my life, on my life. We gon' be straight. All the player got in this world is the heart for the game. I'm up late, can't sleep. We can talk about this shit, but talk is cheap. Heads are dirty, so I always got a sweep. And if you talking about a hustle, mine's unique. Pushing anything, 40 cal, come with a beat. See a stairs, I could probably sell a hater a dream. Now how you switch up, your own off, you gon' play for the team. Just keep it solid, keep it pushing, keep it moving the Black scene. Black boy, don't change, still do it to him like. So, Topsatz ist jetzt aus dem Weg geräumt. Und ich bin echt guter Dinge für diesen Trainingsblock, was Zoom angeht. Also musst du mal so sehen, dein jetziger Trainingsfortschritt, ne? Ist immer ein Ergebnis von deinem vorhergegangenen Training. Also das, was du die letzten Wochen, Monate gemacht hast, ja, zahlt sich dann aus. Und wir sind jetzt in der Money Season, ja. Make it rain. Also ich habe die letzten Monate reingeackert wie kein anderer. Und in diesem Block müssen fette PRs fallen, ja. Also das waren jetzt 2,70 für ein Triple at 6,5 so. Also ich hätte da noch 3 oder so gemacht oder vielleicht sogar mehr. Also alles gut. Mit 2,70. Mein bestes Triple im Kreuzheben sind 2,80. Ich glaube, 2,75 habe ich schon mal für 4 pausiert gehoben. Also bei mir ist der Unterschied von meinem pausierten zu meinem normalen Heben nicht sonderlich groß. Ne? Also ich kann fast genauso viel pausiert heben irgendwie. Konzentriere ich mich halt mehr und da profitierst du bei Sumo besser von. Ich bin richtig krank in meinem Groove. Also immer, wenn mein Körpergewicht ein bisschen runtergeht, geht mein Deadlift hoch. Warum auch immer. Und ich bin richtig heiß auf kranke Leistung in diesem Block, ja. Also wenn wir 2,80, wie gesagt, mein 3 PR auf 3, den werden wir uns in diesem Block auf jeden Fall pausiert holen. Und mehr hoffentlich. Ich habe richtig gute Laune, denn mein Deadlift lief noch nie so gut wie jetzt. So, kurz zu meinem Training. Ich habe heute, das ist mein zweiter Deadlift-Tag eigentlich, mein Assistenztag, ja. Wo ich diesen Triple mache hier, im pausierten Deadlift und danach mein leichtes Back-Off-Prozent basiert. Mein primärer Deadlift-Tag ist am Samstag. Das werdet ihr jetzt auch in den nächsten Videos noch sehen. Da hebe ich auch ein Single. So. Und jetzt haben wir eben wieder zweimal Sumo-Deadlift in der Woche und das ist auch recht schwer. Also ihr habt ja heute gesehen, 2,70 schon mal. Und das Single am Samstag, der muss auch über 300 sein. Das heißt, da haben wir schon mal eine Menge. Ne? Dann habe ich Montag, wie ihr gesehen habt, 2,70 gebeugt. So. Und morgen habe ich wieder einen Trainingstag, wo ich auch mal schwer hebe. Also ihr seht jetzt die Last, die wird wieder krass. Ne? Und da muss ich natürlich aufpassen mit meinen Knien. Allerdings läuft es jetzt aktuell sehr gut und ich werde halt schauen, so gut es geht, dass ich das irgendwie überwachen kann und gut halten kann, ja. Weil ich krieg's hin, wenn ich mich halt konzentriere, mich reinhänge und ordentlich abliefer. Vor allem jetzt, wo noch Kalorien wieder draufkommen. Ich darf ja wieder mehr essen. So, ich habe mich aber eigentlich hingesetzt, um euch zu sagen, dass ich mit Zughilfen dieses Triple hebe. Ich habe gestern extra nochmal meinen Coach gefragt, weil ich mir selber nicht sicher war. So eine kleine Entscheidung treffe ich normalerweise selber, ja. Aber ich wollte mich mal kurz mit ihm, zusammenreden, ob ich das Triple pausiert mit Hook Grip hebe oder nicht. Vorteil: ich hatte mehr Übungen im Hook Grip. Nachteil,
krass weniger, also ich würde krass weniger Gewicht packen, sage ich jetzt schon. Ne? Ich würde dauernd die dritte Rep verlieren aufgrund des Grips. Ich würde Haut und Hand verlieren aufgrund der Schärfe der Stange bei 3 Reps und pausiert. Ne? Das ist die Hölle. Weil jedes Mal, wenn du pausierst, rollt die Stange auch leicht. Das ist eine Riesenbelastung für deinen Grip. Und für deinen Grip bedeutet dann für deine Hand. Und wenn meine Hand nachher nur noch Hackfleisch ist, dann kann ich am Samstag auch mein Single nicht mehr gut heben. Das heißt, nur Samstag den Single im Hookgrip, der Rest alles mit Zughilfen. Und ihr wisst auch, wenn du das erste Mal wieder mit Zughilfen hebst, ich habe ja alles Schwere in den letzten Wochen immer mit Hookgrip gehoben. Ich habe nicht einmal Zughilfen benutzt, nur im Backoff immer, ja. Und es ist sehr komisch, den schwersten Satz mit Zughilfen zu machen, weil du ein ganz anderes Setup wählen musst. Ja, bei Hook Grip kann ich also runter die Stange greifen und zack. Und hier muss ich erstmal runter praktisch mein Setup von unten nach oben aufbauen und nicht von oben nach unten. Naja, gewöhnen wir uns dran, ne? Ich habe schon einen Backoff-Satz gemacht, jetzt mache ich noch einen, dann machen wir Bankdrücken. No thing. Blue strips, tired of fucking with Jane. Move quick, move different, move strange. That's the precious only Lord know. It's a battle for a poor soul. Been down no one more so. Put star no award show. Put the game on wax, know what you need because I got it, everything on tax. What kind of game you got you ballin' on the court with some shacks? I know my talents get me so far when the hustle's a match. I started plotting, I think I got it. I just fucking try again if it's not it. Opportunities arise, you gotta spot it. Not every piece of golden chain you see is solid. Pushing anything, 40 cal, come with a beam. See a stairs, I could probably sell a hater a dream. Now how you switch up your own off, you gon' play for the team. Just keep it solid, keep it pushing, keep it moving the Black scene. Black boy don't change, still do it to him like it's no thing. Blue strips, tired of fucking with chain. Move quick, move different, move strange. Got some questions, only Lord know. It's a battle for a poor soul. Been down, no one more so. Put star, no award show. So, meine Friendinos, das Training habe ich jetzt hinter mich gebracht und immer schön nach dem Training, nachdem ihr euch die Hände gewaschen habt, was ihr natürlich auch vor dem Training macht, ne? Hier mit einer Handcreme, ich habe hier so eine komische, ihr könnt sie nicht sehen, ja, intensive Pflege mit Olivenöl, immer schön die Patscherchen eincremen, ja, beiden werden und bleiben die schön geschmeidig, besonders nach dem Kreuzheben, das kriegt man so böse Schwielen, ne? Das kennt ihr ja. Das kann man so ein bisschen so vermeiden. Wenn das zu schlimm ist, kann man die auch ein bisschen abraspeln. In der Käseraspel. So, das Training heute war eigentlich echt geil. Also ich hatte echt wenig Bock, ne? Bin ich ehrlich. Ich bin also nach dem Muskelkater vom Montag. Ja, aber es lief richtig gut. Besorgnisse von mir waren so zum Beispiel mit den Zughilfen zu heben, weil das ja doch ein bisschen so ein anderes Setup erfordert. Und dann besonders bei Sumo ist das immer so eine Sache. Aber das haben wir ganz gut hinbekommen, ne? Und das Gewicht war ja auch in Ordnung. So, das bedeutet, wir haben eigentlich einen geilen weiteren Trainingstag reinbekommen. Und ich sag mal so, ich male ja immer so meinen Trainingsplan da auf und dann zeige ich euch das, wie das aktuell so aussieht. Und das ist aber eigentlich kein Trainingsplan, ja? Das ist nur eine Anordnung von Übungen mit so ein paar Intensitäten und ein paar Wiederholungszahlen und Sätzen. Was wirklich wichtig ist für deinen Trainingsplan, ist der Verlauf über Zeit, die Progression, ja. Und da würde ich kurz was zu sagen, wenn du dir jetzt bei mir vorstellst, ich habe einen fünfwöchigen Block, ja, und 4 Wochen davon sind überladende, harte Wochen, ne. Wenn du jetzt meine Videoreihe gesehen hast, Powerlifting 101, dann weißt du, was ich mit überladend meine, so. Davon sind wir in der ersten Woche und die erste Woche ist wieder kleinste Finger, die niedrigste Intensität, ja. Die ist RP 6 überwiegend, ja. Die nächste ist dann RP 7. Kann man so sagen, ne? Dann so 7,5 und dann so 8-ish. Und dann Deload. Der kleine fette Daumen ist der kleine dicke Deload, ja? Das bedeutet, wir steigern die Intensität durch den Block. Was anderes steigert sich bei mir nicht. Ich möchte mehr, oder was heißt, ich soll mehr Gewicht bewegen, ich soll mehr Übungen mit schweren Gewichten bekommen. Da brauchen wir so Volumensteigerung halt schlussendlich nicht, ja? Und das haben wir jetzt diesen Block und kommenden Block halt nochmal und dann sind wir schon zur deutschen Meisterschaft. Das bedeutet, im nächsten Block werden wahrscheinlich aus den Doubles dann Singles. Vielleicht mache ich auch Doubles bis zum Wettkampf. Das tut sich nicht mehr so viel, ne? Wenn du 270 beugst für ein Double, und dann nachher ein Single oder ein Double machst, das macht dann nicht mehr so einen großen Unterschied, außer natürlich für die Ermüdung. Aber für die Übung
jetzt nicht mehr so doll. Ne? Das sind ja auch nicht so viele Kilos Unterschied. Naja, darauf wollte ich nochmal eingegangen sein, weil das ist verkürzt, wenn du sagst, guck mal hier, das ist meine Sätze, das sind meine Übungen und das ist jetzt mein Trainingsplan. Sowas ist schön und gut, aber da hast du halt wirklich allerlei Möglichkeiten. Ja? Und so das Leben taucht erst im Plan auf mit der Progression. Das zeigt sich dann so, okay, wo will man hin? Und das ist auch das, was Sinn. Also wenn ich jetzt jede Woche diesen Plan mache, hier jedes Training dasselbe, dann werde ich da auch nicht so viel rausholen können. Ja? Und ich finde auch ganz spannend für den einen oder anderen, wenn du jetzt so meinen Plan siehst, auch wie sich auch prozentbasierte Sachen abwechseln. Also es ist halt schlussendlich so ein bisschen ein Praxisbeispiel aus der Trainingsplanung. Jetzt will ich aber nochmal was von euch. Und zwar, ich habe schon zum Beispiel das Video zur Kniebeuge vorproduziert. Jetzt müsst ihr mir mal sagen, wollt ihr das bald haben, wollt ihr das schnell haben, das Video mit den Schwachstellen, ne? Wie identifizierst du die? Weil jetzt habe ich eigentlich vor, diese ganze Prep jeden Mittwoch und Sonntag Trainingsvideos zu bringen. Das heißt, so viel Platz ist da nicht mehr, weil ich ja nicht mehr Videos mache als zwei in der Woche, um das zwischenzustreuen. Ja? Das heißt, entweder ich warte jetzt nochmal ein, zwei Wochen, bis sich das alles ein bisschen gelegt hat und bringe das dann mal an einem Mittwoch oder so. Ich weiß es nicht, schreibt es mir mal hier in die Kommentare. Oder ich drop's einfach so zwischendurch, weil ich habe auch noch so viel anderes vor. Ne? Ich habe noch die Hypertrophie-Guide-Reihe, will ich noch weiterführen. Mit den Chest-Sachen. Mir macht das aktuell Spaß am Whiteboard. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal kurz Feedback gibt dazu, ob euch das anschockt. Weil klicktechnisch sind die Whiteboard-Videos immer nicht ganz so gut. Kann ich aber auch verstehen, weil die decken ja relativ spezifisch in eine Kerbe die Trainingsplanung, die irgendwie den Rücken aufbauen. Und da bin ich jetzt, also viele feiern meinen Kram ja so für dieses Allrounder, ne? dieses Vlogging-Sachen, meine Meinung zu Dingen. Und wenn ich jetzt so wirklich spezifisch irgendwo ins Detail gehe, dann ist das immer so, ja, nicht so super für meine Reichweite, auch kriege ich halt nicht so viele Klicks, ja. Naja, lass mich das mal wissen, dann werde ich das Video nämlich auch hier jetzt beenden und Pascal Suchek raus, wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic.